Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wundert euch nicht, warum ich eine Banane in der Hand habe. Denn wir drehen eine Futterroutine und Hella futtert als erstes eine Banane. Aber die futter ich jetzt nicht, weil die ist matschig. Die gebe ich jetzt erstmal kurz meinem Pferd. Eine Sekunde. Er will die gar nicht. Gollum. Hallo. Das passt auf jeden Fall perfekt zum Thema heute. Was ich eigentlich sagen wollte, warum ich das Video überhaupt begonnen habe. Und zwar werden wir heute eine Futterroutine drehen und euch den ganzen Tag so ein bisschen mitnehmen. Heute Abend fahre ich nämlich noch mit Gollum zum Auswärtstraining und da nehmen wir die Kamera auch einfach mit. Aber Futterroutine jetzt, was wir so den ganzen Tag essen, oder? Ja, genau. Wir fangen immer mit Nudeln an, weiter geht's mit Nudeln und am Abend noch Salat und dann wieder Nudeln. Nee, ich will euch ein bisschen zeigen, was die Pferde so zu fressen kriegen. Wieso sind deine Augen eigentlich so klein? Ja, Leute, es ist noch relativ früh, dann sind meine Augen immer noch richtig Uhr klein. Oder so. Ich sehe am Morgen immer so verschlafen aus, es ist richtig schlimm. Ich muss die Augen erstmal richtig aufkriegen. Komm, wir besuchen jetzt erstmal Valentino, der steht schon draußen. Mops, hallo, gut geschlafen. Oh Gott, wie sieht er denn aus? Ja, er hat ein bisschen Heu in den Haaren. Ah. So, die großen Jungs stelle ich jetzt auch schnell auf die Weide. Wurde Pauli geschoren? Ja. Der sieht noch mal 10 cm kleiner aus. Und dünner. Was steht denn jetzt heute überhaupt alles an? Also, ich stelle die Pferde jetzt raus. Dann werden wir die Futterroutine drehen, beziehungsweise euch ein bisschen zeigen, was Gollum so bekommt. Und heute Nachmittag? Da werden wir zum Auswärtstraining fahren. So, das ist der kleine Onkel. Der ist auch sehr klein, wie ihr sehen könnt. Nicht? Und Gollum. Wie lange dürfen die jetzt eigentlich immer auf der Weide fressen? Wir stellen die eigentlich immer so den ganzen Tag raus. Jetzt schon ein bisschen später, also je nachdem, wann ich aufwache. Nein, immer wenn ich aufstehe, dann fahre ich eigentlich direkt in den Stall und stelle die raus. Und meistens reite ich auch erst abends. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel einen Weideservice, als ich zum Beispiel noch zur Schule gegangen bin. Aber jetzt kann ich die ja durchaus einfach selber morgens halt vormittags einfach rausstellen. Und dann holt Julia oder irgendjemand anderes meistens die Pferde dann wieder rein. So am späten Nachmittag, Abend. Und dann reiten wir. Genau, und dann stehen die eigentlich den ganzen Tag draußen, haben da ja auch Wasser, haben da Gras, also können da spielen mit den anderen. Und spielen? Was spielen die denn? Verstecken oder was? Ja. Babyborn. Ja, so ein Pferd mit so einer Babyborn, I can't. So, Jungs. Oh, das waren jetzt wie viele Kilometer? 30? Warte, ich will ein Video machen, wie die wegsprinten. Gib Gummi. Sonst nehmt ihr euer Pferd, reitet im Kreis, stellt es wieder dahin, wo ihr es her habt. Jetzt müsst ihr mal von A nach B und dann führt ihr das, dann lauft ihr nebenher. Ja. Was ist das für eine Logik? Lass uns. Das ist so eine komische Logik. Das macht Sinn. Jetzt, wenn ich zum Beispiel nur Gollum hier hinbringe, dann reite ich den auch einfach alleine eben. Wieder back im Stall. Tom hat gerade ein bisschen was zu trinken geholt, weil ich so Durst hatte. Ich hatte den trockensten Hals aller Zeiten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, du zeigst dir die Futterroutine von den Pferden. Und was haben wir heute gegessen? Noch gar nichts. Noch gar nichts, ja. Ja. Du machst deinen Pferden immer so ein ganzes Menü und mir machst du nichts. Tut mir leid, aber das wird sich auch nicht ändern. Also tut es mir nicht leid. Ich gehe auch irgendwie morgens, wenn ich in den Stall gehe, immer erstmal hin und dann hole ich manchmal auf dem Rückweg noch Brötchen oder so. Ist eigentlich total schlecht, Leute. Nehmt euch kein Vorbild daran. Hier haben wir einmal Silage und Heu. Bei Gollum ist es so, der frisst nicht so gerne Heu, weil der dieses Trockene, glaube ich, nicht so gerne mag. Aber trotzdem muss der ja ein bisschen Heu fressen. Und dann machen wir das so, dass er morgens einfach Silage bekommt, so einen Riesenberg. Und abends bekommt er das gemischt, also Heu und Silage. Was ist denn der Unterschied? Sieht gleich aus irgendwie das für mich. Das ist trockener. Ja, also ist das ein bisschen feuchter. Genau. Naja. Und Valentina zum Beispiel bekommt... Ah, okay, jetzt spürt man es. Das ist echt ein bisschen... Das hier ist mega trocken. Ja. Ja, die bekommen einfach zweimal am Tag so einen Riesenhaufen einfach hin. Echt? Ja. So viel essen die. Das Praktische ist, dass ich hier selber im Stall nichts selber füttern muss an Heu oder so. Eine Freundin von mir zum Beispiel stopft selber Heunetze, das könnte ich auch machen, aber ich habe irgendwie immer so ein bisschen Angst in den Boxen, dass sie dann so hängen bleiben oder keine Ahnung, ich habe immer Horrorvorstellungen. ich habe auch immer so ein Problem, mein Pferd irgendwie nachts auf der Weide zu lassen. Ich würde es einfach nicht machen, keine Ahnung, weil ich einfach Angst habe, dass dann irgendwas passiert oder irgendjemand kommt oder ein Blitz einschlägt. Genau dann, in dem Moment, wenn mein Pferd auf der Weide steht, genau. Eigentlich voll gestört, aber
sobald es dann irgendwie anfangen würde zu gewittern oder so, würde ich direkt dahin fahren, mitten in der Nacht um 3 Uhr, um meine Pferde wieder reintun. So was nennt man Helikoptereltern. Ja, es tut mir leid. Aber ich habe einfach wirklich das Gefühl, dass dann irgendwas Schlimmes passiert und deshalb lasse ich es einfach. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie groß diese Menge jetzt sein soll. Kannst du das nicht mal zeigen? Also das ist nimm so mal in die Hand. So viel ungefähr. Also so 3 so richtig große Hände. Ich werde jetzt einfach zu den Ponys, die stehen ja auch auf dem Paddock, einfach noch ein bisschen Heu bringen. Das mache ich eigentlich irgendwie immer alleine. Einfach immer, wenn ich da bin, tue ich da ein bisschen Heu rein. Ich habe das zwar auch schon anderen Leuten gesagt, aber irgendwie mache ich das einfach alleine. Einfach, dass die immer ein bisschen was zu knabbern haben, wenn die da den ganzen Tag auf dem Paddock stehen. Deshalb haben wir ja auch extra diese Heuraufe. Aber irgendwie mache ich das da alleine immer rein. Oh, hier deine Farbe. So, das reicht auch schon. Valentino ist wieder am Flirten. Du hast so viel Stroh und Heu hinten dran hängen. Na, Mann. Alle klauen sich hier schon was. Guck mal, Pauli, wie er guckt. So. Ist das Sprudelwasser oder? Ja, genau, Sprudelwasser kriegen die hier. Nein, natürlich nur normales Leitungswasser. Ach so. Jetzt gehen wir zum Auto, denn wir holen eine neue Lieferung von dem Futter, was Gollum immer einmal am Tag bekommt. Denn das ist jetzt auch schon fast leer und da musste ich natürlich Neues bestellen. Ich habe leider keine Hand frei, deswegen musst du das leider tragen. Also ich kann das auf gar keinen Fall. Natürlich. Das ist deine Aufgabe. Was? Ich bin nur der Kameramann. Ich habe die Kamera jetzt mal übernommen, denn Tom kann das jetzt schön schleppen. Kann ich heute Fitnessstudio wieder skippen, ne? Ja, was du eh nicht machst. Er hat sich im Fitnessstudio abgemeldet. Oh, ist da viel drin, ey. Wie riesig sind die Säcke? Sehr gut. In Indien würden die jetzt noch einen auf den Kopf tragen. Willst du das machen? Soll ich? Ja. Geht das? Warte, warte. So machen wir das immer. So, ich nehme gar nichts und der so. Was willst du ohne mich machen? Ja, das frage ich mich auch. Ich kann nicht mehr die Kamera halten. Endlich musst du auch mal schleppen. Wozu hast du jetzt Valentino geholt? Ich habe eine richtig geile Fotoidee jetzt. Also Tom hat das eigentlich, also mich auf die Idee gebracht. Und ich habe das dann noch weitergeführt mit Valentino. Und zwar möchte ich ihn hinsetzen mit so einem Tisch und da die Futtersachen alle drauf tun und dann so ein richtig nices Bild machen. Das sieht so geil aus. Habt ihr schon mal zusammen gepicknickt? Nein, das ist jetzt das erste Mal. Haben Sie noch Getränke da, Herr Kellner? Ja, Wasser. Und wir würden gerne noch mal von dem Müsli ein bisschen was nehmen. Von dem Müsli da drüben? Valentino möchte noch ein bisschen mehr davon. Okay, dann musst du mir erstmal erklären, welches du genau haben willst. Ey, er hat die Leckerlis gefunden. Ich hätte gerne einmal das EMH Struktur Equichamp, oder Valentino? Ich bringe Ihnen das unter einer Bedingung, wenn das Pferd jetzt hier verschwindet, weil das gehört nicht in diesen Saal. Doch? In diesen Essenssaal, nein. Doch? Ey, guck mal, es... Oh mein Gott! Okay, ich bring ihn ja schon weg. Oder er geht? Bleib hier! Oh oh! Mom! Komm her! Ja, Futter lockt ihn dann, ne? Hi! Prima! Also mir hat das Picknick richtig viel Spaß gemacht. Die Fotos findet ihr auf Instagram. Haben Sie nun endlich Ihr ungezogenes Vieh weggebracht? Hallo? Ich musste hier extra für Sie neu eindecken. So gehört sich das in einem guten Restaurant. Aha. Ich habe Ihnen auch schon die Speisekarte zur Verfügung gestellt. Sie können sich jetzt hier was zusammenstellen. Okay, dann fange ich jetzt mal an und zeige euch, was Gollum bekommt. Ich würde sagen, du servierst uns das hier immer sehr schön, dass das auch appetitlich aussieht. Okay. Als allererstes bekommt der Heukorps. Die sehen ja aus wie Hasenkürtel. Die werden aber eingeweicht und dann sind die nicht mehr so. Also ist das, also Heukops heißt das, dass das Heu so zusammengepresst ist irgendwie, ne? Was ist mit dem da furzt ein Pferd im Hintergrund. Sehr appetitlich. Was haben die hier für Manieren? Sag mal. Das weiß ich auch nicht. So, der eine ist direkt außer Hand und der andere, keine Ahnung, ey. Also die haben hier wirklich keine Manieren gelernt. Vorspeise Heukops. Mhm.
Die werden dann noch eingeweicht und das können wir gleich auch eben zusammen machen mit heißem Wasser. Das sieht schon mal nach einer sehr appetitlichen Vorspeise aus. Was gibt's als Hauptspeise? Das Struktur Equichem von Eggersmann. Ich fühle mich so bescheuert hier. Das fütter ich Gollum immer, wenn ich ihn putze. Davon gibt's 2 große Schippen. Das sind dann genau 1 Kilogramm. Ich glaube, da passt erstmal nur eine drauf. Aber normalerweise kommen da 2 rauf. Das Futter ist perfekt für nervöse Pferde. Wie Gollum. Ja, ist ja auch immer so ein bisschen, ich will es nicht sagen, aber so ein bisschen hyperaktiv immer. Und steht ja auch sehr hoch im Blut. Das merkt man ja auch daran, dass er seinen Schweif immer so oben trägt, weil er Araber mit drin hat. Ich würde mich, wenn ihr das Futter auch umstellen wollt oder so, einfach mal von der Futterexpertin dort bei Eggersmann einfach beraten lassen. Das habe ich auch gemacht und das war sehr, sehr gut, ein sehr guter Service. Und das passt wirklich perfekt zu Gollum. Und dazu habe ich dann auch als Nachspeise habe ich das hier. Aber das gibt's doch nicht immer alles zu einer Mahlzeit, oder? Nee, das fütter ich ihm so 2 bis 3 Mal die Woche, wenn er das hier nicht bekommt. Das ist einfach das passende Mash dazu. Und wann fütterst du die Heukops? Die fütter ich jeden Tag. Ach so. Abends bekommt er ja Heu und Silage gemixt und da sortiert er sich manchmal nur die Silage raus, weil er Heu nicht so gerne mag. Das kann er unterscheiden? Ja. Was? Deshalb kriegt er die Heukops einfach nochmal dazu und die mag er auf jeden Fall lieber als das normale Heu. Jetzt kommt das Mash hier dazu. Wow. Oh, du hast gekleckert. Sorry. Das muss hier aber runter. Also ich würde sagen, was man seinem Pferd füttert, kann man auch selber probieren. Also hau mal weg die Lutze hier. Probier mal hier sowas, das sieht doch aus wie so Cornflakes. Ne, das ist Mais. Probier das mal. Boah. Oh Gott. Hat sehr viel Struktur, ne? Deswegen heißt es auch Struktur Equijam. Ich will auch mal probieren. Ne, Eike. Ich finde, das geht. Hat es denn gemundet? Das war das mit Abstand leckerste Essen, was ich je gegessen habe. Es ist aber nicht für dich gedacht, es ist für deine Pferde gedacht. Ja, und Gollum schmeckt das auf jeden Fall hundertprozentig. Der fängt schon immer an zu kauen, bevor ich ihm das überhaupt gegeben habe. Also irgendwann falle ich echt vom Glauben ab. Gollum kriegt so ein ganzes Buffet und ich kriege zu Hause immer das Gleiche. Immer Mann. Nur Nudeln jeden Tag. So, dann würde ich sagen, brauchen wir ja auch noch was zu trinken, oder? Irgendwas Flüssiges. Da bekommt Gollum das hier. Das H-Vital von Alfurial. Hier, das reimt sich immer so schön. Und zwar bekommt ihr da so viel bis zu diesem Strich hier. Ungefähr 25 Milliliter. In die Tasse. Das bekommt ihr einfach einmal täglich zu seinem normalen Futter dazu. Und ist auf jeden Fall hochdosiert und deshalb echt super. Kostet ein bisschen mehr deshalb, aber ich kann es nur weiterempfehlen. Prost. Prost. Nur einen Minischluck. Wonach schmeckt das? Das schmeckt nicht so scheiße. Sind Sie denn nun fertig mit dem Essen? Es hat gemundet. Es hat gemundet, sehr schön. Aber bevor die Frage kommt, wo man das denn jetzt herkriegt, das leckere Futter hier, erzähl uns das doch mal. Achso, ja, ich verlinke euch die Produkte einfach, also von Eggersmann und auch von Aporeal, einfach die Shops in der Infobox, dann könnt ihr da mal vorbeischauen, vielleicht ist ja für euer Pferd was dabei. Ich würde, wie gesagt, besonders bei Eggersmann einfach die Beratung da mal anrufen. Falls ihr das Futter von eurem Pferd umstellen wollt, ich bin mehr als zufrieden damit. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal rüber in die Futterkammer, das lassen wir hier einfach stehen. Das kann Tom nachher noch wegräumen. Ja, genau. Und dann zeige ich euch nochmal die letzten Sachen, die Gollum auch noch bekommt. Das ist unsere Futterkammer. Ich fütter ja Gollum dieses Futter, was ich euch gerade gezeigt habe, einmal am Tag selber. Aber er bekommt auch einfach ganz normal, so als Base, bekommt er einfach eine Schippe Pellets morgens und abends, einfach so eine Schaufel. Genau, also ganz normal das Kraftfutter. Ist das da überall drin? Ja, richtig verstörend, ne? Alter, wird das da so hingetan und dann... Wow. Kommt erst alles raus. Einfach so 2 Silos hier drin, ey. Krass. Das fühlt sich irgendwie nice an. Da würde ich mich gerne mal reinlegen. Ja, ne, finde ich auch, fühlt sich immer richtig geil an. Schön, dass wir das Essen von anderen Leuten anfassen. Das ist auf jeden Fall im Stall, sozusagen in der Stallmiete einfach mit drin, dass Heu und einfach ganz normal Kraftfutter gefüttert wird. Wir machen jetzt Mittagspause und ich hoffe, dass du dir auch was schönes... Wir essen jetzt endlich mal was. Ich habe richtig Hunger. Genau, das, darauf wollte ich hinaus. Wir sind jetzt wieder in den Stall gefahren und ja, jetzt fahren wir direkt zum Auswärtstraining.
mit. Michelle kommt auch mit und ihr Freund ist auch noch dabei. Und Tom ist auch dabei. Und jetzt mache ich Gollum schnell fix fertig. Ich habe nur noch 10 Minuten Zeit. Tom hat aber eben schon die Sachen in Anhänger getan und dann geht's gleich los. Ich dachte, er kriegt beim Putzen seinen Equi-Champ, das Strukturdings. Achso, ich gebe ihm doch heute das Mesh nach dem Reiten. Ja. Und an den Tagen lasse ich das dann einfach mal weg. Aber das kriegt er erst nach dem Reiten, wenn er brav war. Sonst kriegt er gar nichts. Hast du gehört, Gollum? Nur wenn du brav bist. Du musst hier jetzt rein. Wow. Komm, noch ein Stück. Hier. Super. Prima. Sind wir heute gut in der Zeit? Ja, ich glaube schon. Hallo. Wir sind erst schon da. Erstmal den halb gegessenen Apfel für ihn. Am Montag sind wir losgefahren und Leute, das war der größte Fail. Wir sind einfach nur eine Stunde gefahren. Also wir sind erst dahin gefahren. War kein Unterricht, weil es geregnet hat und wieder zurück. Das war ein schöner Tag, ne, Gollum? Das war offiziell nur Anhängertraining. Ja, eigentlich schon. Ist das heute das Probetraining? Ja, morgen ist Turnier, Leute. Seit wann hast du kein Turnier mehr? Ein halbes Jahr oder so her. Also das kann ein Spaß werden. Leider auch nur eine Prüfung. Ich wollte eigentlich zwei gehen, aber die wurden auf zwei Tage aufgeteilt. Das ist natürlich mega dumm, weil man dann irgendwie 40 Minuten für so eine Sieht Prüfung fährt. Sieht so lustig fährt. Aus. Du darfst dir nur den Oberkörper nehmen, weil dein Hosenstall ist offen. Die Pferde laufen raus. Oh mein Gott. Ich war hier schon so lange nicht mehr, so geil, dass wir jetzt hier sind. Michelle, kannst du aufmachen? Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Du bist da. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wenn möglich, bitte wenden. Fresh and clean. Diese Sachen hier, ne? Ganz neu, nagelneu. Meine Leute, Herren. Leute, wann werden die neuen Steigbügel kommen? Das ist richtig. Oh mein Gott. Das ist kein Grund. Der Bronzahn, der fehlt. Also schlimmer geht's. Hallo, komm hier rein. So. Oh, schau mal, der Stirnriemen. Ich brauch da glaube ich auch mal einen neuen. Oh no. Rein. Oh, einhändig. Als allererstes habe ich Gollum natürlich ganz normal aufgewärmt. Hier bin ich jetzt noch Schritt geritten und dann ging es auch schon los mit dem Springen. Hier bin ich ein bisschen doll ran. Das war eine mega gute Übung, also einfach eine Stange, dann ein Sprung und dann wieder eine Stange. Hier beim zweiten Mal hat es schon deutlich besser geklappt. Ich bin allgemein an diesem Tag mit sehr viel Druck auch geritten, da er auch gerne einfach in letzter Zeit mal wieder stehen bleibt. An diesem Tag war schon sehr extrem, aber dazu komme ich später nochmal. Hier haben wir dann die Übung gemacht, bis es echt gut war. Also das letzte Mal, als wir darüber gesprungen sind, war es richtig gut. Dann sind wir natürlich zwischendurch nochmal getrabt. Dann haben wir hier einen Ochser rausgemacht. Das hat auch richtig, richtig gut geklappt. Dann ging es auch schon los mit dem ersten Parcours. Der erste Sprung war mal wieder ein Fail. Ich saß irgendwie nicht richtig dran und dann ist er direkt erstmal stehen geblieben. Keine Ahnung, da dachte ich auf jeden Fall eigentlich hundertprozentig, dass er darüber springt. Der zweite schmale, der einfach viel gruseliger aussieht, da springt er natürlich direkt drüber. Ich weiß auch nicht, was manchmal los ist. Hier hat er dann noch einen schönen Galoppwechsel gemacht und dann sind wir hier rüber. Ja, hier habe ich mich wieder blöd nach vorne gelehnt, ist er wieder stehen geblieben. Also er hat es mir auch echt nicht leicht gemacht, aber ich muss meinen Oberkörper auch einfach viel weiter nach hinten lehnen. Und hier habe ich dann einen Galoppsprung leider zu viel gemacht, aber dafür ist er dann rüber gesprungen. Hier ist er super rüber, also ein bisschen weit losgesprungen durch die Kombination hier, aber trotzdem mega, mega gut. Hier, ja, wollte ich glaube ich erst noch einen Galoppsprung mehr machen. Gollum ist dann auch weit wieder abgesprungen. Dann über die gelben, das war richtig gut, fand ich, das sah richtig gut aus. Und hier muss ich mich dann einfach mehr reinsetzen, aber ich glaube, das hätte so oder so nichts gebracht. Es ist mal wieder unser Problem mit dem Wassergraben.
Da geht er gefühlt auf 3 Meter Entfernung einfach nicht ran. Und ihr wisst ja, wie oft wir einfach schon Wassergraben gesprungen sind. Und es ist einfach leider jedes Mal trotzdem immer noch ein Problem. Das ärgert mich total. Aber dann habe ich ihn da erstmal hingestellt, dass er sich das gut anschauen kann. Dann habe ich nochmal Anlauf genommen. Und dann ist er da aber auch endlich drüber. Und dann wollten wir das so oft machen, bis er da auch ruhig drüber springt. Dann habe ich ihn da erstmal gelobt. Und ja, hier habe ich ihn nochmal aufgenommen und das war dann schon deutlich besser. Und dann machen wir es noch einmal zur Sicherheit. Das war dann auch schon richtig gut. Und dann haben wir es noch einmal gleich ein bisschen höher gemacht. Und oh, da waren wir gerade kurz im Kreuzgalopp. Und dann ist er da nochmal richtig schön rüber. Und dann war die Sache mit dem Wassergraben auch gegessen. Aber dass er da immer erstmal die ganze Zeit vor anhalten muss, ist ja auch total doof. Dann sind wir die Gelben nochmal und dann nochmal übers Wasser. Und da sind wir ein bisschen dicht gekommen, aber Hauptsache drüber. Da das ja eher so eine Stop-and-Go-Runde war, haben wir das Ganze jetzt einfach nochmal gemacht. Erstmal über den ersten, da ist er dann auch direkt drüber. Hier dann ist er einfach beim zweiten wieder stehen geblieben. Ich wusste halt auch nicht, woran es lag, ehrlich gesagt, weil da war er ja schon drüber. Dann beim zweiten Mal ist er da wieder schön drüber gesprungen. Dann kamen hier 3 und 4. Und da hatte er dann auch schön Zug nach vorne und da haben wir das auch mal passend gemacht und nicht so wie gerade, wo wir dann einen Galoppsprung zu viel gemacht haben. Die beiden hier haben immer super funktioniert, also da war er richtig schön im Fluss. Dann über den blauen, der war auch richtig gut. Tom wackelt hier ein bisschen mit der Kamera, weil er sich hinstellen wollte für die Fotos. Die gelben waren auch immer toll, da ist er immer total schön reingekommen. Wasser war jetzt auch kein Problem mehr und da ist er dann direkt drüber. Und am Schluss kam noch die Mauer. Und das war dann eine richtig, richtig schöne Runde. Also ich war richtig, richtig zufrieden damit. Und da sind wir schön passend hingekommen. Die letzten Sprünge waren ja richtig, richtig schön. Aber die ersten 4 wollte ich dann einfach nochmal zur Sicherheit springen. Da er beim zweiten ja auch direkt stehen geblieben ist. 1 war ein bisschen dicht. 2 war optimal. Da ist die Stange einfach gefallen. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich denke mir, lieber er springt und dann fällt mal eine Stange, als dass er irgendwie, ja, stehen bleibt. 3 und 4 waren dann auch nochmal richtig super und damit haben wir dann die Einheit beendet. Wie war's? Keine Worte. Brechen Sie das Video ab. Sehr effektiv auf jeden Fall. Sonst wäre das Springen oder das Turnier morgen mega in die Hose gegangen. Also ich weiß ja noch nicht, wie es wird. Aber so wie es jetzt den Anschein macht, wird es nicht gut werden. Ich hoffe, dass ich überhaupt durchkomme. Er ist einfach 20 Mal angehalten heute. Richtig nervig. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich hoffe, es wird einfach morgen besser werden. Also bekommt er nicht sein Mash? Doch, trotzdem. Hubschrauber-Einsatz. Aber ihr Süßen, die sind zusammen. Die sind verheiratet. Wollt ihr, dass wir nochmal eine Zeremonie machen? Ja. Stimmt in den Kommentaren ab. Bobs streut Blumen. Stopp, er trinkt. Einfach ihn so lassen. Seine Friese. Ballon, du siehst aus wie ein Clown. Wie du dich immer über sowas freuen kannst. Hella, wo ist denn jetzt das Mash? Ja, das habe ich ja nicht mitgenommen. Das kriegt er zu Hause. Ach so. Der ist schon ein bisschen schrumpelig, der Apfel. So macht man das, ne? Nochmal. Oh. Aber ist das Auto eigentlich ein Affen? Damit es durchlüftet. Voll krass, dass sie so einen ganzen Apfel in deren Mund zerdrücken können. Wie geil ist das? One apple a day keeps the doctor away. Ich gebe ihm immer irgendwie Apfel, Banane, Möhre, immer irgendwie was ich zu Hause finde oder getrocknetes Brot oder sowas halt. Einmal am Tag oder was? Ja, so nach dem Reiten oder als Begrüßung. Das sind sozusagen die Süßigkeiten für Pferde oder was? Ja. Alter, hat er geschwitzt, ey. Haben wir noch einen Apfel? Hier. Noch einen Schrumpelapfel. Bravi. Bravi? Ganz komisch. Er ist nicht gesprungen und du sagst Bravi. Doch, er ist gesprungen. Die letzte Runde war richtig gut, Leute. Da war ich richtig happy. Komm, willst du ihn auch aufladen? Okay. Du musst ihm das geben. Ich zeige euch mal, wie man Pferde auflädt. Dafür braucht ihr einen Apfel, ein Pferd und einen Anhänger. Pferde aufladen DIY bei Tom Stein. Du musst erst vorgehen. Also, sorry. Was war das schon hier?
Warte, du musst noch weitergehen? Ja, und dann kannst du ihm den Apfel geben. Apfel. Was machen wir hier mit den Pferden, Michelle? Komm mal her hier. Er ist schon abgebissen. Sehr gut. Und wie war das für dich, Gollum aufzuladen? Entspannt. Ich habe Gollum jetzt noch eben aufs Paddock gestellt. Der hat sich auch gleich direkt hingeschmissen, nachdem ich den abgespritzt habe. Und dann werde ich jetzt sein Mesh vorbereiten. Ich glaube, der hat auch echt Hunger bestimmt. Ich auch übrigens. Ich auch. Wir machen Aber den wir ganzen, müssen warten. Wir machen den ganzen Tag Essen für die Pferde und wir selber kriegen nichts zu essen. Doch, ein Apfel. Und Gollum hatte 3. Ja, ist so. Ich finde es halt einfach entspannter, für die Pferde sowas vorzubereiten, einfach aus so einer Tüte, als irgendwie was zu kochen. So was richtig Aufwendiges, ganz ehrlich. Wir machen jetzt das Futter für Gollum. Einmal das Mash und einmal die Heukops bereiten wir jetzt vor. Hätte ich auch schon heute ein bisschen früher machen können. Naja. Ich dachte, kann man die nicht in einen Eimer machen? Kann man auch, aber ich mache das jetzt einfach in 2 getrennte. Einmal Heukops und Mash. Was ist das jetzt? Der Wasserkocher. Crazy. Jetzt ist fertig. Ist das heiß? Ja. Ich finde das jetzt so richtige Matschepampe. Yes. Der Grünkohl ist fertig. Grünkohl? So sieht's echt aus. Und wie lange muss das jetzt einziehen? 15 bis 20 Minuten. So lange? Ja, und besonders haben wir jetzt schon alles weggeräumt. Das war dumm. Wir hätten das erstmal machen sollen. Aber naja, egal. Die Heukops tue ich einfach immer so in Gollums Trog einfach rein. Und die isst er dann einfach, wenn er Bock dazu hat, weil er die nicht so liebt. Am nächsten Tag sind die auf jeden Fall immer weg. Der hat hier nämlich jetzt sein ganz normales Kraftfutter drin. Und wenn ich das nämlich so ein bisschen untermische, dann isst er das so direkt. Das macht halt, glaube ich, auch keiner mit diesem Kraftfutter und den Heukops. Er wartet schon sehnsüchtig auf seine Belohnung. Mm. Das war's mit der Futterroutine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gollum, bitte. Er sabbert. Auf jeden Fall hat mir das Video mega viel Spaß gemacht. Also heute Morgen, das war ja echt das geilste Fotoshooting, was ich je gemacht habe. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Verbesserungen oder so, wie man die Fütterung noch ausgiebiger und besser machen kann, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Jetzt kann Gollum noch sein Futter aufessen. Und dann kriegen wir hoffentlich auch mal was zu futtern. Oh, ich habe auch so Hunger. Wir haben nur eine Roulade gefühlt heute gegessen und das war's, ey. Und einen Apfel. Ja. Und Gollum hat in der Zeit 5 Äpfel, 10.000 Becher Mash und... keine Ahnung, was noch alles gegessen. Vielleicht mache ich euch irgendwann nochmal ein Update, falls sich was verändert oder so. Aber momentan ist das so die Futterroutine von Gollum. Und Valentino, das wollte ich auch noch sagen, er bekommt gar kein Kraftfutter oder so dazu, weil der einfach so, ja, ich will es ja nicht sagen, aber schon sehr rund gebaut ist. Deshalb kriegt er nur sein ganz normales Heu und dann natürlich noch Äpfel, Möhren. Sowas kriegt er natürlich auch. Vor allen Dingen ist da noch was drin, Gollum. Ja, brav. Brav. Nein? Der Herr möchte das nur aus der Hand. Okay, Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, gesund bleiben und tschüssi.